Herzlich willkommen in meiner Anti-Aging-Küche und in der Bärlauchzeit. Was soll es da geben? Bärlauchgerichte. Und eines davon sind Bärlauch-Gnocchi. Und die kann man ganz gut vorstellen, dass das auch zu ihren Lieblingsgerichten aufsteigt. Also dazu braucht man aber wie Gnocchi, das ist ein Kartoffelteig. Und das ist auch so einfach herzustellen und so praktisch, weil wenn man denn schon mal dabei ist, Kartoffel zu kochen, dann kocht man halt eine größere Menge und man hat dann viele Variationen, die zu verarbeiten. Und das sind jetzt weichkochende Kartoffeln, aber ich habe es auch schon mit festkochenden Kartoffeln probiert, geht genauso, es wird halt etwas körniger. 300 Gramm weichkochende Kartoffeln, gekocht, geschält und sofort durch die Presse gedrückt und auskühlen lassen. Und das kann man leicht schon einen Tag vorher machen, wenn man gerade Zeit hat. Ein ganzes Ei, ja, eine Handvoll Bärlauch, klein geschnitten oder knapp 100 Gramm, 80 Gramm, sowas ist es. Dann habe ich 4 Esslöffel Mehl, 2 Esslöffel feinen Grieß, Salz und Pfeffer zum Abschmecken. Und man kann das Ganze jetzt mit dem Mixer verrühren, aber ich mache das immer ganz gern mit der Hand und das sei dann Ihnen überlassen, was Sie bevorzugen. Jetzt damit ich den Bärlauch klein kriege, also noch fein, ganz fein kriege, ich habe den schon klein geschnitten und ich tue jetzt erst einmal das Ei in den Mixer, damit Flüssigkeit unten ist für die Schneidmesser. So, und jetzt gebe ich den Bärlauch dazu. Erst einmal ein bisschen anfangen. Der duftet einfach, es ist himmlisch. Wunderbar, die Maschine arbeitet gut. Dann kann ich den Rest wieder dazugeben. So. Und es macht ja nichts, wenn es nicht ganz fein ist. So. Erst tue ich die Kartoffeln in meine Schüssel, die kalten, die sind schön durchgekühlt. In dieser Form haben sie auch noch, helfen sie auch beim Abnehmen, wenn die Kartoffeln schon mal einen Tag alt sind, gekocht sind. Dann tue ich die Ei-Bärlauchmasse auch gleich in die Schüssel geben. Dann habe ich 4 Esslöffel Mehl. Da bin ich jetzt ein bisschen vorsichtig und fange mal erst bei 3 Esslöffel an. Und wenn es dann zu weich ist, dann kann man immer noch was dazugeben. 2 Esslöffel feinen Grieß. So, und wie gesagt, der Bärlauch ist eigentlich sehr würzig und da sollte das Salz nicht dominant sein. Ich fange jetzt einmal mit einem halben Teelöffel Salz an und mit einem halben Teelöffel Pfeffer. Sie wissen, Pfeffer ist auch gesund, Peperin regt den Stoffwechsel an, bringt ihn auf Touren und kann sogar helfen beim Abnehmen. So, Flüssigkeit habe ich drin, dann knete das einfach mit der Hand mal so durch, bis es eine einheitliche Masse gibt. Ich finde, wenn man das halt mit der Hand macht, dann hat man halt noch ein bisschen mehr Gefühl. Und wenn man es mit so einem Quirl macht, dann muss man sowieso dann die Hände hernehmen, denke ich am Schluss. Aber es schaut jetzt schon gar nicht so schlecht aus. Ja, einen Löffel kann man noch dazugeben. Das war jetzt ein schwacher. Haben wir es gleich. So,
ich tue jetzt das, die Masse raus und auch das restliche Öl, Mehl. Dann mache ich meine Hände ein bisschen frei vom Teig. Und es bindet eigentlich sehr schön ab jetzt. Hat halt wirklich ein besseres Gefühl, wenn man das jetzt auf der Arbeitsplatte noch etwas vervollständigt. Ich glaube, ein bisschen Mehl brauche ich auch noch. So, und was machen wir jetzt? Ich wirke das noch ein bisschen ein und dann teile ich den Teig, weil es einfach leichter zum Verarbeiten ist. Und da forme ich jetzt eine lange Stange. Muss man ein bisschen Geduld haben und ein Feingefühl, aber an sich hält der Teig sehr schön zusammen. Und macht gar keine Mühe. So, ein bisschen noch. In der Zwischenzeit kocht mein Wasser. Ich freue mich schon drauf, wenn es fertig sind. Mein Mann erst. Und ich glaube, dass es viele Menschen gibt, die gern Nudeln essen oder ja, so Sachen. Das sind ja keine Nudeln, das sind ja aus Kartoffelteig gemacht. So. Und jetzt schneiden wir einfach solche Stücke ab. 2 cm Stücke ungefähr. Und das sind unsere Notches. Da kommt jetzt einfach nur das typische Gabelmuster rein. So. Das kann man ja kleiner auch machen, aber ich denke, dass das eine ganz gute Größe hat, weil man soll ja auch merken, dass man was im Mund hat. Also Sie haben es gerade gesehen, das war die verkehrte Richtung. Nehmen Sie immer die längliche Seite her und drücken Sie da auch das längliche Muster rein. Dann wird es halt auch fürs Auge ein bisschen schöner. Und wenn man Kinder dabei hat oder überhaupt, man isst halt auch mit dem Auge mit. So, jetzt haben wir ein paar gemacht und die kommen jetzt halt schon gleich einmal in das Wasser rein, das kocht. Und das sollte man also nicht zu lange im Wasser lassen, sondern sobald sie nach oben steigen, auch wieder kann man es raustun. Sonst kann es passieren, dass sie auseinanderfallen. So. Sobald man den Deckel runter macht und sobald man die Notches einlegt, geht die Temperatur halt auch weg. Es wird nicht lange dauern, dann fangen die Notches zum Schwimmen an. So, die Notches, die schwimmen jetzt an der Oberfläche, das ist ein Zeichen, dass sie fertig sind. Wenn man es denn einlegt, dann sollte man die Temperatur reduzieren, sodass sie bloß nur ziehen, ein paar Minuten. Aber das kommt ganz auf die Größe drauf an. Und jetzt kann man es rausnehmen. Klar kann man die dann auch vorher noch ein bisschen formen, dass so eine rundere Form hat, ganz klar. Und dann lassen wir es auskühlen. So, und man kann jetzt dann auch die restliche Portion auch noch machen, aber so sind sie schon fertig. Die kann man wieder als Beilage essen mit einer schönen Tomatensauce dazu oder auch nur mit in Butter geschwenkt und mit Zwiebeln dazu, Zwiebelgemüse, also Butter und Zwiebel, wunderbar, vielleicht ein bisschen Parmesan drüber, ja, aber so einfach wie möglich, damit eben dieses Gericht voll zur Geltung kommt und ja, keine fremden Götter neben sich hat, wie es halt oft so heißt. Ich wünsche Ihnen auch da viel Freude beim Nachmachen, es geht ganz leicht,
Ich mache dann einfach noch die zweite Portion fertig. Und auch da ist es wert, dass man es eingefriert, ja, und gleich eine größere Menge macht. Dann hat man es ganz schnell bei der Hand. Denn wenn es schon mal Bärlauch gibt in Hülle und Fülle, dann sollte man diese Zeit wirklich nutzen. Es ist ein Jungbrunnen und das erste nährstoffreiche Kraut, ja, nach dem Winterschlaf. Und da sehnt sich der Körper einfach dazu, dass er wieder aufnimmt, was er braucht. Wenn es Ihnen gefallen hat, zeigen Sie mir es gerne mit einem Daumen hoch, abonnieren Sie meinen Kanal, teilen Sie es weiter und würde mich freuen, wenn Sie es nachmachen und es dann auch im Kommentar erwähnen. Bis zum nächsten Mal. Herzliche Grüße in meiner Anti-Aging-Küche.